Willkommen zur Musterlösung der Übung JavaScript, Objekte und Arrays. Ich habe euch schon das index.html-File in Visual Studio Code geöffnet und wir wollen nun zusammen das anschauen und die Fragen hier beantworten. Wie heißt die Methode der Klasse Fruits? Die Klasse Fruit ist hier definiert und wir haben einen Konstruktor und wir haben eine Methode. Die Methode heißt getTaste. Das ist also die Methode der Klasse Fruit. Wo kommt hier in diesem Script ein Array vor? Das Array befindet sich hier unten. Es wird hier definiert als myFruits. Wir erkennen das Array daran, dass es eine eckige Klammer hat und dann entsprechend mehrere Elemente dem Array zugewiesen werden. Und die dritte Frage ist, welche Art von Elementen beinhaltet das Array? Ja, das Array beinhaltet Elemente vom Typ Frucht, also von der Klasse Frucht. Wir haben also ein Array mit dreimal einem Fruchtobjekt erstellt, hier unten. Gut, was macht das Script? Es ist definiert zuerst eben diese Klasse Frucht mit einer Methode getTaste und wir haben eine Funktion getSummary und die Funktion macht eigentlich nichts anderes als das ganze Array durchgehen, das man übergibt der Funktion und dann eine Summary, eine Zusammenfassung erzeugen von jeder Frucht und die Früchte haben eben zwei Eigenschaften, Name und Farbe und mit Hilfe der Objektmethode getTaste können wir quasi anhand der Farbe bestimmen, wie die Frucht schmecken soll. Und das wird dann als Summary ausgegeben. Ich habe hier den Live-Server gestartet und wenn wir die Früchteübersicht erstellen, dann ist eben das erste Objekt ist grün und schmeckt köstlich. Köstlich haben wir eben mit Hilfe von getTaste herausgefunden, weil es grün ist, wird in der else-if-Verzweigung köstlich zurückgegeben und so weiter und so fort. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass der Button verschwindet, wenn ich draufklicke. Der Grund dafür ist, dass meine getSummary-Funktion mit Hilfe von document.write das Summary ausgibt und das überschreibt halt quasi alles, was schon in meinem Dokument drin ist. Gut. Das so ein erster Blick auf Objekte. Objektorientierte Programmierung ist ein riesiges Thema. Hier wurde in Sachen wurde bei JavaScript auch sehr viel neu entwickelt. JavaScript ist grundsätzlich keine objektorientierte Sprache von Grund auf, so wie es zum Beispiel Java ist oder andere Programmiersprachen. Aber mit den Weiterentwicklungen von JavaScript sind eigentlich immer mehr objektorientierte Möglichkeiten dazugekommen. Und das objektorientierte Programmieren ist eben eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte Möglichkeit, bestimmte Probleme zu lösen. Man kann das immer auch ohne Objektorientierung machen, aber gewisse Probleme sind mit Objektorientierung einfacher zu lösen. Wir machen hier keine systematische Einführung in objektorientiertes Programmieren, aber so, dass ihr schon mal ein bisschen davon gehört habt und so ein bisschen ein Gespür dafür erhaltet, was solche Objekte sind. Ein Objekt ist immer eine Instanz einer bestimmten Klasse, also ein bestimmter Objekttyp und Objekte besitzen eben Eigenschaften und Möglichkeiten. Im Programmierslang heißt das Methoden und Eigenschaften und Methoden. Oder auf Englisch sind es die Properties und die Methods. Und quasi eine Methode ist eine Funktion, die zu einer bestimmten Klasse gehört. Also getTaste vom Prinzip her ist es eigentlich eine Funktion, aber weil sie zur Klasse Frucht gehört, sprechen wir von einer Methode. Als Beispiel wäre eben so ein Objekt, wäre beispielsweise ein Auto. Ein Auto hat eine Eigenschaft, zum Beispiel die Farbe, die ist rot und es hat verschiedene Möglichkeiten, Methoden, zum Beispiel es kann vorwärts fahren, es kann rückwärts fahren und so weiter. Also das objektorientierte Programmieren versucht so ein bisschen die Realität möglichst gut abzubilden, die Realität so wie wir sie als Menschen erleben. Vieles, das wir kennen oder das wir schon benutzt haben beim Programmieren, ist eigentlich ein Objekt, zum Beispiel hier der document.write-Befehl. Da greifen wir auf das Objekt document zu,
und das Objekt Document hat eine Methode, die heißt Write und bewirkt, dass innerhalb des Fensters quasi ausgegeben wird, was dieser Methode als Parameter hier übergeben wird. Oder hier eben, wenn wir auf fruits.length zurückgreifen, dann greifen wir auf die Eigenschaft length des Arrays fruits zurück und ein Array ist eben auch ein Objekt. Also diese Eigenschaften und Methoden, die Properties und Methods, die werden mit Hilfe eines Punktes vom Objekt abgetrennt. Dann gibt es noch dieses Keyword this. Das ist am Anfang noch ein bisschen verwirrend, aber mit der Zeit sollte das relativ klar werden. Mit this greifen wir auf das Objekt zu, das hier bei der Methode quasi mit Hilfe der Methode aufgerufen wurde. Also diese Methode getTaste, die wird auf ein Objekt angewendet, also hier beispielsweise auf das ite Objekt im Array Fruits wenden wir die getTaste Methode an. Und wenn wir jetzt diese Methode aufrufen, dann möchten wir typischerweise innerhalb der Methode auf das Objekt zugreifen, auf verschiedene Eigenschaften, auf verschiedene Methoden des Objekts zugreifen, nämlich beispielsweise hier auf die Farbe. Also auf dieses Fruchtobjekt wenden wir die Methode getTaste an und in der getTaste Methode wollen wir auf die Eigenschaft Farbe des Objekts zugreifen. Und dann müssen wir das eben mit dem this-Keyword machen. Das sagt uns, nimm jetzt dieses Objekt, worauf wir die Methode angewandt haben. Ja, das so ein kleiner Einstieg in das objektorientierte Programmieren. Jetzt geht es darum, dass wir nochmals selbst etwas von Grund aufbauen sollen. Also wir möchten eine Klasse erstellen mit dem Namen Student und die Eigenschaften eines Studierenden sollen Matrikelnummer, Hauptfach und ein zunächst leeres Array für Noten sein. Wir beginnen hier mal auf der grünen Wiese. Das kommt hier alles weg. So, wir haben wirklich nur noch das leere Gerüst. Und jetzt möchten wir eine Klasse Student erstellen. Das Schlüsselwort heißt Class Student. So, damit haben wir eine Klasse erstellt. Und eine Klasse braucht eben einen Konstruktor. Quasi mit dem können wir sagen, was soll passieren, wenn wir ein neuer Student erstellen, ein neues Objekt vom Typ Student, dann wird dieser Konstruktor aufgerufen und der soll zwei Parameter haben, eine ID, also Matrikelnummer und ein Hauptfach braucht der. Und ein zunächst leeres Array für Noten, also müssen wir da nichts übergeben. Im Konstruktor müssen wir jetzt also sagen, das ID-Feld des oder die ID-Eigenschaft eines Student soll eben gerade diese ID sein, die wir hier übergeben. Und das Hauptfach analog, major. Das tönt jetzt hier ein bisschen blöd, this.id gleich ID, aber das hier ist quasi der Parameter. Dieses ID ist der Parameter, den wir hier übergeben. Und das hier ist nachher die Eigenschaft ID. Wir könnten hier auch quasi einfach x sagen und hier x. Aber typischerweise verwendet man hier das gleiche Wort. So. Gut. Und dann das leere Array. Grades mit den Noten. Ist eben leer, da übergeben wir noch nichts. Voilà, somit haben wir den Konstruktor schon erreicht. Und jetzt möchten wir eine Klassenmethode haben und die soll heißen New Grade. Und der muss man selbstverständlich einen Parameter übergeben. Ja, welche Note sollen wir denn eintragen? Und übergeben wird eben ein String, zum Beispiel in der Form Physik Doppelpunkt 6. Und das soll ans Ende des Arrays für den Studierenden, für die Studierende eingetragen werden. Gut, also diese New Grade Method. Ja, was müssen wir machen? Ja, wir müssen auf die Grades-Eigenschaft zugreifen des Studierenden.
Und hier können wir quasi eine Funktion anwenden, die Push-Funktion. Also this grades ist ein Array. Auf ein Array können wir die Push-Funktion anwenden. Und das heißt, wir machen quasi ein neues Element ans Ende des Arrays. Und was wollen wir in dieses Array hineinpushen? Nämlich den Parameter grade, den wir der Methode übergeben. Und jetzt soll es einfach direkt noch nicht nur ins Array eingefügt werden, sondern wir möchten das auch ausgeben. Und dafür brauchen wir die getElementById-Methode. Und wir wollen da auf ein Element zugreifen mit der ID grades. Das gibt es noch nicht, aber das machen wir gleich. Und dabei möchten wir das InnerHTML, also das, was in Tag drin steht, verändern. Und was wollen wir dort hineinschreiben? Ja, wir wollen das Array hineinschreiben. Und wenn wir das ganze Array hineinschreiben wollen, gibt es auch hier eine Funktion oder eine Methode des Objekts Array. Das ist Join. Das fügt einfach die verschiedenen Elemente als String zusammen und wir können noch definieren, wie das zusammengefügt wird, was dazwischen kommen soll. Und wir sagen jetzt, zwischen die Elemente des Arrays soll ein Komma und ein Leerzeichen hineinkommen. Gut, damit haben wir das schon mal erledigt. Jetzt möchten wir dann schlussendlich natürlich mal noch so einen Studierenden erstellen. Wir sagen dem Musterstudie. Wir machen das mit dem Keyword New und wir brauchen einen neuen Student. Und jetzt müssen wir quasi sagen, die ID und das Hauptfach. ID soll jetzt mal sein der die erste studierende Person der Schweiz oder so. Und Hauptfach natürlich Computer Science. Gut. Jetzt haben wir so einen Musterstudi erstellt. Jetzt brauchen wir im Body noch ein paar Dinge. Wenn ich jetzt das natürlich speichere, sehen wir hier gar nichts. Genau. Wir brauchen noch ein Input-Feld. Type-Text. Und die ID von dem Ding soll great sein. Und wir brauchen noch einen Button mit der ID. Noch ein Value soll hier sein. Note. Note eintragen. Voilà. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann soll etwas machen, soll etwas passieren, nämlich wir möchten jetzt auf unseren Musterstudi, also auf unseren Studierenden, den wir erstellt haben vom Typ Student, möchten wir jetzt diese Note eintragen und dafür haben wir eben New Grade definiert und da müssen wir jetzt das eingeben und was wollen wir dort eingeben? Ja, wir wollen auf das Textfeld document.getElementById great, auf das wollen wir zugreifen, also auf das hier, was dort drin steht, wollen wir quasi hier in diesen Parameter hineingeben und nicht etwa das Element selbst, sondern den Value-Wert. Hier sehen wir auch wieder eine schöne Anwendung vom Objektorientierten, also das hier document.getElement gibt uns das Objekt zurück und wir greifen hier, also das Objekt ist der Text, das Text-Input-Feld und wir greifen auf die Eigenschaft Value zu und Value ist das, was eben im Textfeld drinnen steht. Gut, und das war unser Input-Feld und jetzt wollen wir ja das eben als Überschrift 1 ausgeben und dafür müssen wir noch eine Überschrift 1 erstellen. Grades, das kommt hier oben eben, hier wollen wir dann das InnerHTML verändern und hier steht einfach mal Noten, Doppelpunkt. So, gut, wir speichern das,
schauen mal, ob das funktioniert. Also wir haben die Überschrift, wir haben das Textfeld und wir möchten die Note eintragen. Und wenn ich jetzt hier was eintrage, Physik Doppelpunkt 6 haben wir gesagt, Note eintragen. Tatsächlich haben wir Physik 6. Und wenn ich jetzt noch Biologie 5,5 eintrage, dann wird das eben hinzugefügt, weil wir das pushen, beim New Grade pushen wir zuerst, also ans Ende des Arrays wird etwas Neues hineingepusht und ausgeben tun wir es eben über diese Join-Funktion, wo die einzelnen Array-Elemente zusammengefügt werden. Wir können hier also beliebig weitere Noten eintragen und so weiter und so fort. Soviel zum Thema Objekte. Herzlichen Dank fürs Zusehen.